Warum ich hier so elegant tanze, das erfahrt ihr gleich. Oh Mann, Leute, was für ein peinliches Intro. Deswegen schnell weiter mit dem eigentlichen Produkt. Das sind die Jayfee Touch H1 Bluetooth-Kopfhörer. Die will ich euch mal genauer vorstellen heute, denn die haben hier ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Meiner Meinung nach habe ich zumindest so noch nie gesehen. Und deswegen sprechen wir jetzt mal drüber. Hier könnt ihr die Teile schon sehen. Die sind schön leicht mit 142 Gramm und das sind On-Ear-Kopfhörer, also keine Over-Ears, das heißt, die umschließen eure Ohren nicht, sondern die sitzen auf euren Ohren drauf. Und eigentlich mag ich lieber Over-Ears, denn die On-Ears, die können schon manchmal etwas drücken und unangenehm sein auf den Ohren. Aber zum Glück war das bei den Jayfees hier nicht der Fall, denn die haben eine schöne weiche Polsterung hier auf der Innenseite. Und schaut mal her. Man kann auch gut erkennen, wo rechts und links ist. Haben die ganz schön gelöst, denn das sieht man hier direkt auf der Polsterung. Auch hier oben der Kopfbügel, der ist schön gepolstert und also vom Tragekomfort her gab es da gar kein Problem bei mir, obwohl es sich am Anfang schon irgendwie komisch angefühlt hat, dass die nur so aufsitzen auf den Ohren, aber da gewöhnt man sich ziemlich schnell dran. Natürlich muss man auch von Kopf zu Kopf ein wenig das Ganze einstellen. Das geht hier einwandfrei. Man kann hier auf jeder Seite die Bügel ganz leicht verlängern und dann so einstellen, dass die für eure Kopfgröße optimal passen. Auch das eine sehr schöne Lösung. Und vom Design her, finde ich, sind die auch gut gelungen. Also die sind nicht so besonders groß. Die haben für Bluetooth-Kopfhörer wirklich eine recht schlanke Bauform. Und für jeden, der nicht so ein Riesen-Headset auf dem Kopf haben will, kann das hier schon eine echt gute Alternative sein. Jetzt mal zur Verbindung. Die werden natürlich per Bluetooth gekoppelt. Zum einen, das funktioniert auch sehr gut. Die Verbindung wird ruckzuck hergestellt und auch mit einem Sprachfeedback dann quittiert, dass man weiß, wann hier verbunden ist und wann wieder getrennt wurde. Power on, please wait. Your headset is connected. Außerdem kann man die auch kabelgebunden verbinden, falls der Akku mal schlapp machen sollte, wobei man sich da schon echt Mühe geben muss, denn der Akku hält etwa 18 Stunden lang durch, der hier eingebaut ist. Das ist echt eine gute Benchmark, damit kann man sehr lange Musik hören. Sollte der trotzdem mal leer sein, kann man immer noch hier das 3,5 mm Klinke auf Klinke Kabel verwenden, das mitgeliefert wird, 1 Meter lang. Damit könnt ihr dann ganz normal das an euer Smartphone anschließen, es sei denn, ihr habt ein iPhone 7. Dann braucht ihr noch einen Adapter. Und ja, was haben wir noch dabei für ein Kabel, wenn wir schon dabei sind? Ein USB auf Micro-USB-Kabel natürlich zum Aufladen. Und apropos Aufladen, kann man das dann hier auf der einen Seite, da haben wir den Micro-USB-Anschluss einmal eingebaut. Das ist dann auch die Seite, die jetzt, sage ich mal, nicht smart ist, denn hier steckt dann wirklich nur der Akku drin. Auf der anderen Seite, da spielt sich dann die ganze Magie ab, sozusagen. Und die Magie bezieht sich hier auf die Steuerung, denn wir haben hier eine Touch-Steuerung. Eine echt coole Sache. Zuerst dachte ich, etwas nerdy, ob das gut funktioniert. Aber ja, es funktioniert gut. Ich war echt überrascht, wie gut das funktioniert. Und es geht folgendermaßen. Ihr drückt einmal drauf für Play und nochmal für Pause. Soweit, so einfach. Lautstärke regulieren. Nach oben streichen für lauter, nach unten streichen für leiser. Track vor oder zurückspringen, nach rechts oder nach links streichen. Und das Ganze funktioniert sehr zuverlässig, ist eigentlich eine echt tolle Sache für so ein Headset, denn man muss nicht erst groß nach Knöpfen suchen, wenn man hier irgendwas verändern will, steuern will, sondern das geht sehr intuitiv durch die Gestenerkennung, Play, Pause, hoch, runter, vor, zurück und dann wird der Befehl auch direkt ausgeführt. Eine echt tolle Sache, da bin ich sehr positiv überrascht und echt begeistert. Das hat Jayfee sehr gut umgesetzt. So, natürlich kann man hiermit nicht nur Musik hören, mit dem Smartphone, mit dem MP3-Player, mit weiß der Himmel was, dem Computer, sondern ihr könnt natürlich hiermit auch telefonieren. Ein Mikrofon ist mit eingebaut und dann könnt ihr das, wenn es gekoppelt ist, mit dem Smartphone natürlich auch als Headset zum Freisprechen nutzen. Außerdem gibt es auch eine kleine Zusatzfunktion, die jetzt hier mit dem iPhone nicht funktioniert, aber mit einem Gerät, das NFC hat, könnt ihr hier ganz leicht auch per NFC koppeln. Einfach NFC-fähiges Smartphone dranhalten, kurz warten und die Verbindung ist dann automatisch hergestellt und das geht natürlich dann mit Bluetooth auch sehr einfach. Ich hatte gar keine Verbindungsprobleme, alles war sehr stabil. Man bekommt auch eine Akkuanzeige auf dem iPhone angezeigt, dass man sieht, wie viel Akku hier noch drin steckt. Und ja, alles in allem ein echt gutes Produkt. Natürlich noch mal kurz was zum Sound.
Tja, der ist ja nicht ganz so unwichtig, habe ich recht. Und auch da war ich positiv angetan. Der Sound ist gut, ein sehr klarer, lauter Klang. Mit durchaus etwas Bässen mit drin. Bass könnte wie immer für meinen Geschmack etwas mehr drin sein. Ist aber jetzt kein ultra dünner Sound, sondern ein guter, ausgewogener Klang. Und von daher bin ich mit den Klangeigenschaften hier ehrlich gesagt ziemlich zufrieden. Und das ist auch mein Gesamtfazit eigentlich hier für die Jaffee Touch H1. Mit denen bin ich echt zufrieden. Die sind leicht, klein, kompakt, haben eine gute Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Eine echt tolle, innovative Bedienung mit der Touch-Steuerung. Wenn sie mal leer sein sollten, kann man mit dem Kabel dann auch kabelgebunden weiterhören und muss nicht erst lange aufladen, bevor man hier weiter seine Musik sich reinziehen kann. Von daher, gute Kopfhörer. Wer noch welche sucht, die etwas Besonderes haben, der kann hier gerne mal reinschauen. Ich habe euch den Link mal in die Videobeschreibung reingepackt. Die kosten bei Amazon aktuell so 47 Euro. Und zu dem Preis sage ich, gerechtfertigt, preis-leistungsmäßig wird hier wirklich das geboten, was bezahlt wird, kann man machen und das mache ich dann jetzt auch weiter. Ich höre noch ein bisschen Musik und tanze auch noch etwas, aber hinter der Kamera. War dann doch zu peinlich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.